In den Kommentaren wurde aber auch gefragt, ob man mal ein bisschen auf die Federung eingehen kann. Die ist hier vorne. Also, ich habe erst gedacht, die beiden Federn wären einstellbar, sind sie aber nicht, weil die sind hier oben einfach fest verschraubt. Da kannst du also nichts einstellen. Das heißt, die sind, ich sag mal, relativ starr. Also, kleinere Uninhalten merkst du nicht. Wenn du durch eine Mulde fährst, merkst du schon, wie die Federn arbeiten. Ich versuche das nachher mal auf dem Video aufzunehmen oder ich fahre mal mit dem Roller kurz mal dann an der Kamera vorbei. Aber da versuche ich auch mal ein bisschen zu drücken, dass ihr das seht. Dann könnt ihr mal gucken. Ich würde die Actionkamera mal hier drüben auf dem Bordstein aufstellen und dann fahre ich da mal dran vorbei. Und jetzt auch noch mal eine Perspektive von der Actioncam. Wie gesagt, vorne die beiden, die merkt man nicht wirklich, die merkt man nur bei einer größeren Unebenheit. Bei Mulden und etc. merkt man das schon sehr gut. Ja. Und wie gesagt, das hier oben ist meine eigene Konstruktion für das Smartphone. Dass die Kamera dann später hier installiert wird und die dient dann sozusagen als Rückfahrkamera.